Ja, hallo zurück bei The Town of Light und ja, immer wenn ich das Spiel lade und dann ja in diesen Räumen stehe, es kommt immer gleich ja so ein bedrückendes Gefühl auf und wie gesagt, also atmosphärisch ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die kriegen das toll hin. Da kann man gar nichts meckern. Ja, ich manchmal würde ich mir einfach wünschen, man wird in manchen Situationen ein bisschen mehr an die Hand genommen. Aber ansonsten, ja, wirklich ein tolles Spiel. Aber nichts für schwache Nerven. Also, und das meine ich, meine es gar nicht gruselig. Also, das Spiel ist, hey, es ist wirklich überhaupt nicht gruselig, aber dieses ganze Thema, das einfach behandelt wird, es ist einfach so drückend und teilweise auch wirklich, ja, deprimierend, dass es kommt eine ganz, ganz komische Stimmung beim Spielen auf, finde ich. Ja, also Gruselfaktor hat es jetzt ganz, ganz wenig. Also das einzige Mal, wo ich mich wirklich so ein bisschen gegruselt habe, das war so diese Friedhofsszene. Aber ja, wie gesagt, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl beim Spielen. Also so geht es zumindest mir. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch das beim Zugucken genauso geht wie mir. Dass man immer so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl hat. Aber ja, beim Gucken ist es, glaube ich, immer auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man spielt. So, aber wir gucken mal. Also, wir hatten ja die Krankenakte, wollte sie nicht lesen. Wir schauen mal, wo wir denn eigentlich genau hin müssen hier. Hier noch irgendwas? Nee. Ah, hier ist auch alles kaputt, so richtig, oder? Also, ne, im Gegensatz jetzt zum anderen Gebäude, ist hier wirklich so richtig alles kaputt. Das ist so richtig schäbig, oder? So, haben wir hier noch irgendwas vielleicht? Wir gucken mal durch. Und ich muss ehrlich sagen, was sie halt auch sehr, sehr gut hingekriegt haben, ist halt einen echt zu verwirren. Also ich gebe es ehrlich zu, ich weiß bis jetzt nicht. Und normalerweise bei Krimis und so bin ich echt gut, relativ schnell rauszufinden, was da eigentlich passiert. Ich weiß wirklich bis jetzt nicht, was ich hier denken soll. Ist das wirklich alles passiert? Ist es nur ihre Einbildung? Ich bin total hin und her gerissen. Also von dem her, wie gesagt, ich, ja, also zum Miträtseln ist es auf jeden Fall auch super, finde ich. So. Schau mal hier. Irgendwas? Nee. Auch die Fenster vergittert. Eh. Hier noch irgendwas vielleicht. Was war das? Nix. Okay. Ach, raus ins Grüne. Finde ich immer gut. Hä? Was ist das? Ah, nee, das war aber nur so. Das war nur so wie so ein Innenhof quasi dann. Ist hier noch irgendwas vielleicht zu entdecken? Was ich mich halt auch frage. Also diese Amara, ne? Gab's die jetzt? Gab's die nicht? Oder kommt nachher noch raus irgendwie das, boah, keine Ahnung, dass sie das Bündel von Amara da in das Archiv gelegt haben, weil man sie damit beruhigen wollte, oder ich, keine Ahnung, ehrlich, ich bin wirklich, bist du da runter? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Boah, das sieht aber auch krass aus, jetzt hier so, wenn du das so runter guckst, oder? Heftig. Aber hier geht's, glaub, definitiv nicht weiter, würde ich mal sagen. Nö. Ja, dann gucken wir mal, kommen wir da rein? Mhm. Dann schauen wir mal, was wir hier vielleicht finden und entdecken können. Also ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich zeitgleich gerade auch noch andere Spiele aufnehme. Und die holen mich dann immer wieder so ein bisschen ab. Ne, aus dieser Stimmung, sage ich mal, die ich durch dieses Spiel krieg. Was ganz gut ist zwischendurch. So. Okay, da ist nichts. Dann würde ich mal sagen, wir gucken nur schnell, ob es da wieder rausgehen würde.
Ich weiß ja nicht, ob wir. Ich glaube es jetzt zwar nicht, dass wir irgendwie mal fliehen müssen oder sowas, aber. Da ist auch nochmal ein Filmprojektor. Aber wir gehen erstmal darüber. Zu dem Tonband oder was das war. Nee, ist das Projektor. Aber wir gucken mal. Kann man hier was machen? Kein Tonband. Okay, dann schauen wir mal. Boah, ich will gar nicht so richtig wissen, was wir. Aha. René, ne? 1943, oh je. Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren, die lachen, wenn man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil es ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht. Dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben Sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Warum hat man denn diesen Interviewpartner überhaupt nicht gehört? Also ich glaube ja jetzt mal nicht, dass die den schon rausschneiden konnten. Ja? Aber warum hat man den denn überhaupt nicht gehört? Und haben wir den hier noch? Wir haben noch ein Tonband, aber vielleicht kommt noch was? Ah nee, ist durch. Okay. Ja, dann kriegen wir das jetzt hier vielleicht runter oder müssen wir drüben vielleicht jetzt an das Gerät. Aber das können wir so gar nicht aufnehmen. Ja, okay, es hat dir also scheinbar nicht gefallen. Was ich auch verstehen kann, auf jeden Fall. Aber warum hat man denn diesen Interviewpartner nicht gehört? Ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Oder war das irgendein Selbstgespräch, das da aufgenommen wurde? Oder ja, was war das? So, was mich halt irritiert ist, warum legt man hier zwei Tonbänder hin? Aber man kann nur eins anhören. Das ist doch, macht doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Deswegen, das verunsichert mich gerade so ein bisschen. Ob wir hier noch was machen müssen, aber scheint halt nicht so. Wir können weder das Tonband hier wieder runternehmen, noch können wir das hier mitnehmen. Und deswegen würde ich sagen, boah, wir gehen mal rüber zum Projektor. Puh, wir gucken uns vorher aber ein bisschen um. Na, nicht, dass hier irgendwas getriggert wird und dann kriegen wir irgendwas vielleicht nicht mit. So ein schöner Toilettenstuhl. Einen hier. Auch nix. Ja, wie gesagt, und die ganzen Fenster vergittert und ja, also, boah, ganz ehrlich, ne, selbst wenn da drin alles mit rechten Dingen zugegangen ist, sage ich mal, war das trotzdem kein Ort, um gesund zu werden, solche Anstalten. Und ich glaube, da sind wir uns auch wirklich einig, dass trotzdem an den Leuten halt ja viel ja experimentell behandelt wurde zu dieser Zeit. Und ja, also es war, ich glaube nicht, dass man da drin wirklich gesund werden konnte. So. Können wir hier? Jawohl, und los geht's. Oh, diese eine Schwester, ne? Die sieht auch immer schon so aus.
Ja, also, na, wenn wir das waren, also uns ging es halt wirklich nicht gut. Man hat es schon gesehen, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, war das schon so, bevor wir hier reingekommen sind, oder wurde das halt einfach durch die Anwesenheit hier ausgelöst? Nee, können wir immer noch nichts mehr machen, schade. Oder wurde das halt durch die Anwesenheit hier ausgelöst, ne? So, also hier. Kommen wir, da vorne müssen wir weiter dann. Hinten hat man schon geguckt, da war groß nix. Ja, schade, mit dem Tonband drüben. Das hätte ich auch gerne noch angehört. Oje, was denn? Boah, immer wenn ich hier so Apparaturen sehe, habe ich sofort irgendwelche Bilder im Kopf. Die wahrscheinlich komplett falsch sind, aber... Boah, einfach halt, ne, weil... Moment. Einfach halt, ne, weil hier so viel noch nicht wirklich bekannt war und man halt echt viel nur ausprobiert hat. Der dreht sich auch nur im Wind, oder? Also der dreht jetzt nicht wirklich, würde ich mal sagen. Hoffe ich mal. So, da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Sieht's hier noch? Hier sieht's auch schlecht aus. Nein, nein, nein. So, warum leuchtet das? Ein Stempel. Okay. Und was wollen wir damit? Gut. Mhm. Okay, was hat es damit auf sich? Wir gucken mal, oder? Vielleicht müssen wir da gleich... Ja, irgendwas abstempeln oder so. Das passt. So, dann schauen wir mal hier. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Okay. Hier. Ja, aber sie ist doch schon ja raus, ne? Also sie besucht das ganze Jahr jetzt, also. Boah, Leute, das verwirrt mich. Ich gebe es zu. Also ich bin total verwirrt, ehrlich. Also habt ihr gut hingekriegt? Ja, liebes Entwicklerstudio. Ich bin echt mega verwirrt. Haben wir hier noch für einen Stempel? Müssen wir vielleicht doch irgendwie den Brief mit irgendwas abstempeln? Aber geht ja nicht, ne? Wir können ja nicht. Nö. Boah, ich bin manchmal echt hilflos hier. Ich, keine Ahnung, ich weiß im Moment nicht, was wir tun sollen. Wie gesagt, wir haben hier die Stempel. Das ist der gleiche. Das ist der gleiche.
kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwas mit den Stempeln zu tun hat, weil so im Moment hier ist nichts. Wenn wir ganz genau drüber gucken hier, das gibt's doch nicht. Hier muss da irgendwas, können wir sitzen, setzen, nee, können wir auch nicht. Aschenbecher, nö, Zigarettchen rauchen sollen wir auch nicht. Ja, dann gehen wir aber weiter, oder? Ups. Irgendwie verzieht es mir manchmal so ein bisschen die Kamera. Das tut mir sehr leid. So, hier. Gibt's nix. Da noch was liegen? Nein. Okay, also hier gibt es zumindest mal keine Gitter an Fenstern, oder? Was ist denn das immer? Sekunde. Boah. Wo? Wir müssen, glaube ich, zu irgendeinem Projektor zurück, denke ich mal, oder? Aber warum geht der denn jetzt an? Das ist exakt das gleiche Video, oder? Den jetzt angemacht und warum? Und da drüben, das läuft auch wieder? Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich, Leute. Da passiert aber nichts. Ich verstehe es nicht ganz. Warte mal. Nee, da kommt doch nichts mehr, ne? Boah, wir gehen mal weiter. Das ist alles sehr merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Wirklich sehr merkwürdig. So. Und jetzt geht's wieder aus. Hä? Irgendwas möchte uns davon abhalten, das Geheimnis zu erfahren. Aber ich glaube, vielleicht ist es sogar besser für sie, dass sie unter Umständen, wir wissen es ja nicht, in dem Glauben bleibt, ihr wurde ihr Unrecht angetan, als dass sie vielleicht rausfindet, sie hatte wirklich was an der Murmel. Aber so richtig, weißt du? Das ist halt echt, keine Ahnung. So, da geht's auch nicht weiter. Uah. Hier draußen, da sind auch wieder Gitter. Hier liegt nichts, was wir irgendwie, das ist auch leer. Leer. Aufzug. Da ist verschlossen. Kommen wir über das Gerüst vielleicht weiter. Irgendwie. Wir gucken mal. Haben wir so da? Ich glaube nicht, dass wir die Leiter hoch können, oder? Nee. Okay, da geht's auch nicht weiter. So, Aufzug können wir auch nicht benutzen.
Das gibt's doch nicht. Irgendwas muss sie ja schon wieder übersehen. Weil... Kann ich der Leiter was machen? Nee, dass wir irgendwie nach oben gucken können, auch nicht. Also irgendwas muss ich schon wieder übersehen. Das gibt's nicht. Aber wir sind ja auch zurückgegangen hier zu dem Projektor, zu dem Tonbandgerät und es hat ja auch nichts gebracht. Also was um alles in der Welt übersehe ich denn gerade schon wieder? Das muss doch irgendwas mit dem Projektor zu tun haben, oder? Das gibt's doch nicht. Das würde doch sonst nicht einschalten. Geht auch nichts, gibt's nichts. Wir gucken nochmal. Denn an dem Bild vielleicht was machen? Nee, so nicht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das von Mal zu Mal mehr flackert. Oder täusche ich mich jetzt? Also mir kommt es zumindest so vor. Leute, das ist doch bescheuert. Was, wo jetzt? Ich raff's nicht. Ich kann wirklich nicht sagen. Was wir da jetzt vielleicht übersehen haben. Wir gucken nochmal. Oder müssen wir einfach wieder raus jetzt? Weil sie ja gesagt hat, ne, sie kommt hier nie raus. Oder sie wird hier nie rauskommen. Draußen gibt es niemanden mehr für mich. Dass wir einfach wieder raus müssen vielleicht. Damit sie sieht, ah, wir kommen ja doch raus. Wir probieren das mal. Ah, warte mal, aber hier ist auch ein Gerüst vorm Fenster. Da müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht kommen wir irgendwie auf das Gerüst vom Fenster, oder? Dass es da weitergeht unter Umständen. Ja, weil hier haben wir gestartet. Oder doch nochmal Krankenakte? Nö. Und wir hatten ja gar keinen. Wir sind ja nicht durch den Eingang gekommen. Wisst ihr, erinnert ihr euch, wir sind ja hier durchgeschoben worden. Also das Einzige, was mir jetzt so noch auf die Schnelle einfällt, was wir auf jeden Fall probieren können, ist dieses Gerüst. Ob wir vielleicht durch irgendein Fenster auf das Gerüst kommen. Weil das wäre jetzt das, was mir noch aufgefallen ist. Hier ist zu. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Nee. Leider nicht. Da können wir nichts machen. Hier kommen wir nicht hin. Oh, jetzt gehen diese Projektoren wieder an.
Boah, das gibt's doch nicht, oder? Gehen wir mal darüber. Aber warum gehen die denn immer wieder an? Wir können ja leider... Nee, da kommen wir auch nicht raus. Wir können ja leider dieses Band nicht einlegen. Jetzt komm rein oder er geht wieder aus, oder was? Ja, und von Hand anmachen können wir nicht mehr, also. Boah, wir gucken nochmal in dem Büro. Da können wir leider auch nichts machen. Die Akten, da ist nichts. Können uns hier nicht setzen. Was mir halt auch irritiert ist, warum brennt denn diese kleine Lampe? Können wir telefonieren? Nein. Stempel hat wohl schon, Aschenbecher geht nichts. Das können wir nicht nochmal in die Hand nehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach wirklich nicht gerade. Ah! Ah, nee. Mist. Ich hatte schon gedacht. Aber damit können wir halt auch nichts machen. Ja, Fenster wieder? Nee, dunkel machen? Nee, glaube ich nicht. Könnt ihr mal probieren, aber es gibt ja auch kaum kaum Fensterläden, also. Hier können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Das ist doch irre, Leute. So, wir gucken hier nochmal durch. Irgendwo muss da noch irgendwas sein, was wir jetzt übersehen haben. Das gibt's doch nicht. Oder sind wir jetzt am Ende und müssen, weil sie ja gesagt hat, wir kommen hier nie wieder raus. Draußen gibt's nichts für uns. Ja, und haben wir jetzt irgendwie ein Ende gekriegt, wo wir jetzt ewig hier rumspuken müssen, oder was? Warte mal, das gibt's doch nicht. Da ist auch nichts. Oh Leute, das nervt ein bisschen. Ehrlich, gib's zu. Also das ist das, was mich halt wirklich manchmal, du weißt manchmal einfach nicht, was will das Spiel jetzt gerade von dir? Und da steigt dann auch so ein bisschen echt der Frust. Wie gesagt, es kann auch sein, ich stelle mich einfach nur zu blöd an wieder, ne? Und übersehe wirklich was Wichtiges. Keine Ahnung. Ich will ja jetzt noch nicht mal dem Spiel die Schuld geben. Aber das ist doch nicht normal, Leute. Das gibt's doch nicht. Hier kommen wir halt auch nicht rüber. Also irgendwas muss es. Ich werd wahnsinnig, wirklich. Nee, oder? Oh Gott, bin ich bescheuert. Mein Gott, bin ich dumm. Entschuldigung, liebe Entwickler. Ja, ihr könnt echt nichts. Ja, dafür, dass die Vogelscheuche. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Boah, bin ich blöd, ne? Leute, ihr hättet auch mal was sagen können.
Mist! Oh, bescheuert, oder? Einfach... Ah, ich dachte, das ist einfach nur, weil hier so viele Kacktüren sind, ja, die halt in diesen Hauptgang führen, die dann eh nicht aufgehen oder so. Boah, ich bin so... Die ging von alleine auf, ne? Boah, ich bin so bescheuert, echt. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Okay, künftig alles anklicken, ausprobieren, machen, tun, ja. Und nicht mehr denken, ja, nee, das ist ja bestimmt, das ist nicht spielrelevant, die Tür. Mist. Entschuldigung, kann ja mal passieren. So, dann gehen wir weiter, oder? Ich meine, wird ja einen Grund haben, warum sie hier von alleine aufging, das Türchen. Und diese ganzen, ja, merkwürdigen Krankenfahrräder, was weiß ich, was da zum Transport benutzt wurde. Ist das irgendwas für uns Wichtiges? Nö, ich glaube nicht. Da vorne haben wir eine Tür. 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Ja, Leute, aber das kann ja kein Grund sein. Ja, also nur weil jemand nicht über Wohnung oder Unterhalt verfügt, dass man ihn dann halt in sowas lässt. Das kann doch wirklich kein Grund sein, oder? Also bitte. Das macht mich schon wieder wütend. Oh, nee. Der Raum sieht nicht freundlich aus. 4. Mai. Ach, Scheiße. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Oh Gott. Ach hey. Das ist wahrscheinlich die Mutter, ne? 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Okay. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Ach du Scheiße, Leute. Lobotomie. Oh mein Gott. Das ist zum Beispiel sowas, das wirklich auch ja, praktiziert wurde. Und boah, ich halte das für so grausam und brutal. Wirklich. Also... Ich weiß nicht, ob wir sehen, aber... Ach je. Oh, nee, ne? Boah, Leute, das war halt so eine Behandlung. Da hat man halt, boah, irgendwelche Nerven am Gehirn durchgetrennt und... die Leute wurden dadurch irgendwie ruhiger, aber halt auch, ja, dümmer. Also, was heißt, also, die wurden halt irgendwie wie Zombies. Also, da, ich gehe mal rein. Ich will das nicht anklicken, ehrlich nicht. Boah, das ist so grausam, ehrlich. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von A.E. Moniz
ich hab's euch ja erklärt. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn die sehr häufig vorkamen. Muniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50er Jahren das Medikament so schnell kann ich gar nicht lesen, Leute. Entschuldigung. Oh je. Ja, bitte nicht, Leute. Echt jetzt. Es hatte nicht immer negative Folgen, aber halt wirklich in den meisten Fällen. Ich sage, die Leute waren irgendwie wie Zombies. Das ist furchtbar. Scheiße. Boah. Oh Gott, Leute, ehrlich, kann ja gar nicht hingucken. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist. Und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Musik.
Das war The Town of Light und ja, wie gesagt, für mich eine sehr bedrückende Erfahrung, das Spiel zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben jetzt nicht gerade das tollste Ende für René herbeigespielt. Ich glaube, es gibt noch andere Enden. Können wir gerne mal gucken, ob wir die auch noch irgendwie finden oder was man da ändern muss. Ich werde mich mal schlau machen. Also wie gesagt, diese Lobotomie ist halt was, das sind einfach so diese Methoden, die da, verwendet wurden. Wo ich halt sage, Leute, ehrlich, das, ne? Na klar, stellst du damit einen Patient vielleicht ruhig. Ne? Also, ist so. Dann einfach, wie soll ich sagen, ne? Dann ist er einfach besser handelbar. Ne? Aber doch nicht um den Preis, dass der nachher wie ein Zombie ist. Ne? Und es war halt wirklich bei sehr, sehr, sehr vielen so. Und wir haben es jetzt gerade auch bei René gesehen, dass es so war. Ja, auch sie hat eigentlich nur noch so wie so ein Zombie vor sich hin, ja, vegetiert. Und ich finde einfach, niemand hat das Recht, ja, das jemand anderem anzutun. Ja, nur damit man ihn halt in der Anstalt irgendwie leichter handeln kann oder so. Und schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Ja. Macht's gut.